Okay, liebe Leute. Ja, ich habe mich mal erkundet. Man kommt nicht rein. Also es ist jetzt gerade noch nicht möglich, dieses Ding zu betreten. Ich habe mich nicht allzu blöde angestellt, nein, sondern es ist einfach schlichtweg gerade nicht möglich. Wir sind gerade in der vierten Sequenz und in einer der fünften Sequenz gibt es eine Mission, wo man dieses Gebäude betreten kann und dann sollte das offen sein. Schreibt man zumindest im Forum. Ja, es gab zwar irgendwie Wege, glaube ich, hat einer gesagt, ja, ich habe es schon geschafft, den Punkt zu bekommen, aber nun ja, es ist jetzt gerade mal aktuell so, dass ich nicht reinkomme. Wir werden also noch ein bisschen Geduld aufbringen müssen, bevor wir diesen Punkt haben und machen damit erstmal weiter mit der Hauptmission der Handlungsreisende. Ja. Anders geht's jetzt leider nicht, es tut mir leid. You. Interloper, raise the alarm! Ja, ja. Alarm! Alarm! Keep him in sight! Ich will mal kurz hier raus, gerade aus der Nummer. Ich möchte euch eigentlich gar nichts tun. Ich wollte eigentlich nur weg. Ja, ist okay. Alles gut. Tschüss, tschüss. Oh Gott. Hilfe. Aber lass mich in Ruhe. Ich will eigentlich weiter mal mit der Hauptmission. Lass mich in Ruhe. Geh mir doch nicht jetzt alle auf den Sinkel. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Hallo Jungs. Tschüss. Oh Gott. Habe ich jetzt Ruhe oder was? Das Kurier. Oh, jetzt. Ist mir egal. Ich will weitermachen mit der Hauptmission. Gut. Okay. Wir sind ein bisschen raus aus dem Schuss. Es ist gerade leider nicht so. Es tut mir gerade leid, liebe Leute. Ich wollte es eigentlich gemacht haben. Aber wir müssen uns doch ein wenig gedulden, bis wir weiterkommen. Wir haben jetzt 7 von. Ne, 8 von 9, wie auch immer. Ich mache mich jetzt mal auf der Hauptmission. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal im Spiel ein bisschen. Wir müssen jetzt gerade mal am Spiel kurz. Ernsthaft? Shit, ist doch vorgeflogen. Ja, egal. Eigentlich wollte ich jetzt das holen. Ich war kurz davor, das Ding zu holen. Aber... ja, kommt schon wieder. So, da steht der Typ. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich... oh, wir sind Sequenz 5 schon. Das heißt... mehr allzu lange, oder? Man kann sich da rein. Aber ich will mal kurz, ganz kurz meine Dinge verkaufen und kaufen. Vor allem Munition kaufen. Oh, vor allem, die brauche ich immer. Die sind toll. Die helfen uns ungemein. Gut. Fracht verkaufen. Zucker. Alles verkaufen. Ja. Auch weg. Für Metallholz brauchen wir noch. Kurzklingchen, ne? Boah, da können wir richtig Kohle mitmachen. Das wäre das teuerste für uns. Ach so, die Kosten. Okay, nee, ich will nichts kaufen. Ich möchte gerade nur verkaufen. Gut, dann machen wir heute weiter mit dem Handlungsreisenden. So läuft das ab. Horace trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott.
Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist... So. Nun gut, bei Gott. Prinz und Tausend. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Entschuldigung, ich bin hier raus. So. Gut, geht mal schön weiter hier. Wie lange ist unser letztes Treffen schon? Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Priest? Ein Jahr? Ja, 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal. Aber du hörst dir den, okay? 1715. So, jetzt sind wir zumindest mal raus aus dem Spiel. Berggebiet zumindest fast. Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Ah, das war mir unbekannt. Du kannst es nicht lassen, oder, Kenway? Deine Nase in Dinge zu stecken, die du nicht verstehst. Ach, was? Du machst mich nervös. Lass die Klingen stecken. So ein verdammtes Pech. Verkehren? Zwei meiner Ziele. Gott weiß, Torres. Und ich darf niemand hier könnte so töricht sein. Ruhig, Jim. Nicht mehr lang. Töricht? Keine Sorge. Wie meint ihr das? Verkehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Fresse. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut... Komm, ach, ihr Spanier! Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht verdient man damit Geld. Sie die rennen natürlich die ganze Zeit diese Scheiß... Macht uns das zu Dingspunkte. Durch die Sperrgebiete. Alt wie wir sind, werden wir diesen traurigen Tag nicht mehr erleben. Warum die Mühe? Wir sind auf den Zaun. Ah, oh, ja, steht er. Alter. Aus Anstand, wenn sonst nicht. Anstand? Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde reisen.
stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Du Penner, Alter. Das ist Dankeschön, dass ihr mir jetzt unbedingt mal... Ich muss mich da nochmal einmischen. Ey, das ist okay, Alter. Lass mich doch einfach in Ruhe. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Meine Fresse, ey. Ich muss dich schubsen. Lass dich doch einfach in Ruhe, du Sack, Alter. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Schon dabei. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Ich geh mal da weg. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoff. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Warte mal, das ist doch das Anwesen, wo wir rein müssten. Das ist nicht wahr! Ja, komm her, du Freund. Komm her, mein Freund. Misch dich einfach ein Ding ein, du dich nichts angeht. Lass mich doch einfach da in diesem scheiß Busch hocken. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? So, tschüss. Ihr wart der Gouverneur von Florida? Stopp! Das ist nicht wahr! Lass mich doch einfach nur mal in Ruhe, ey! Doch, wir müssen jetzt alle zum Einmischen. Lass mich doch einfach nur machen. Ich schicke hier nur ein bisschen im Busch, Mann. Weiß auch immer, ich hier machen. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig.
Ich tatsächlich, Könige wahrscheinlich. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Okay, jetzt haben wir zumindest das, was wir haben wollten. Ist es so weit? Nein. Nicht bis wir den Weißen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Stimmt, den Typ kennen wir ja noch. Einen Mann meiner eigenen Nur weil die frische Klingen bekommen, ist das der? Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Oh. Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Der hat's. Okay. Ja, geil. Der hat's mitgeschnitten, dass wir weiter. Ja, dann auf die Fräse, wa? Das war saut, Kenway. Für die gute Sache. Warte mal. So, einer weniger. Wieder einer weniger. So, wieder einer weniger. Du gehst auf Kit. Das ist unwichtig für mich, weil damit habe ich dich. Ich hol mir diesen Fritz. Warte mal. Nein! Au ab! Lass mich. Jim, nein, nein, nein! Halt! Diesmal nicht, Kenway. Geh weg. Komm schon, Mann! Lass uns das gemeinsam machen! Du hattest deine Chance. Du Arsch, du gehst auf meine Taktik, oder was? Tu es nicht, Kid! Warte! Jim, halt! Hab dich. Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weißen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? I've imported my wife and daughter. Settled them with my old... Genau, Mission ist beendet. Scharfschützen töten, 4 Stück. Okay, schauen wir mal, wie wir die Waffen töten. Naja, optionale Ziele. Beide nicht geschafft. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter. Warte mal, oder? Kein Prison Break? Nee, schaffen wir nicht. Okay, dann machen wir tatsächlich jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Und dann haben wir noch ein bisschen... Ja, dann schauen wir mal, was es so erwartet.